Performance-technisch wird dieser Kanal in nächster Zeit auf einem ganz anderen Level stattfinden. Ihr kennt mich. Im regelmäßig Videos rausbringen bin ich ungefähr so gut, wie Tobi Toasterin ist, besser in Dark Deception als ich zu sein. Oh, Alter, da habe ich einen Kratzer in der Abobacke. Aber kurz mal in eigener Sache. Die Wohnung zieht sich nicht von alleine um. Wir starten. Freunde, es sind viele Kisten zu packen, Kakerlaken aus den Ecken zu kehren und den Keller von Überresten diverser FNAF-Fans zu säubern. Also wundert euch bitte nicht, wenn in den nächsten 2-3 Wochen öfters mal ein paar Videos und Streams die Woche ausfallen. Da ist es, da habe ich endlich mal meine Ruhe. Ja, ihr müsst ja auch mal ein bisschen Pause haben von mir. Tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich versuche das durch Product Placements wieder auszugleichen. War ein Spaß. Ich mache, was ich kann, aber das hier hat jetzt erstmal alles Priorität. Aber für heute, da habe ich euch zumindest den kleinen Schlawiner hier an Land gezogen. Tauchen Sie ein in die Welt der blutigen Tragödie, die sich im Internat ereignet hat. Und spüren Sie die Angst und die erschreckende Präsenz von jemandem. Alles klar, Alter. Und damit herzlich willkommen zu Wurstsalat im Internat bei Presence. Falls wir uns noch nicht so sicher sind, ob wir diese überragende Farbvielfalt im Menü ertragen, können wir auch wieder hinausgehen. 2020 bis 2021 Copyright. Ich habe da schon meine Ahnung, wie das hier laufen wird. Es gibt keine Spielstände im Spiel. Im Durchschnitt dauert das Spiel 30 Minuten. Wenn Sie sich also zum Spielen hinsetzen, zeig mich doch an. Für mehr Eintauchen wird empfohlen, mit Kopfhörern zu spielen. Ich hol gleich noch die Schnorchel raus. Wir tauchen ganz tief auf den Grund des Sees, der sich Indie-Horror nennt. Das ist ja wunderschön hier. Lass mich raten, die Tapete war sehr günstig. Oh mein Gott. Boah, ist der besoffen? Was ist denn los? Kann man das irgendwie ausstellen? Gibt's hier ein Betrunkenheitsinfekt? Verwackelungen. Oh, da wurde an alles gedacht. Zum Glück. Warte mal. Bitte smooth. Oh! Zart wie ein Babypopöchen. Oh gut, was haben wir denn hier? Ich kann es nicht bewegen, es ist zu schwer. Ich muss einen Hebel finden. Den Lastenregalhebel. Wer kennt ihn nicht? So. Ach du liebe Zeit, Alter. Übersetzen. Nice. Es wird empfohlen, die Person mit dem schlechtesten Verhalten dem Dienst zuzuweisen. Ich würde sagen, es wird empfohlen, die Person mit dem schlechtesten Benehmen nach Hause zu schicken. Aber mich fragt ja wieder keiner. Dienstzeit von 16 bis Licht aus. Andrei Schabanow warf ein Schnitzel in den Speisesaal. Halt! Wo haben die meine Schulaufzeichnungen? Andrei Schabanow hat das Glas im Korridor zerbrochen. Andrei Schabanow erschreckt Mädchen mit einer Maus. Die ist so süß. Und die ist sogar gerade wach. Schaut mal. Schabanow Andrei. Ah, das ist der böse Zwillingsbruder, Alter. Ging nach Lichtausfall in die Küche. Oh, du Frechdachs! Ah, hör mal! Goss Suppe und Gelee in einen Blumentopf. Sophia Melova, die Heldin des Abends. Bis Schabonow, der bis eben noch einen A mehr im Namen hatte, auf den Hals. Alter, die fressen sich hier gegenseitig. Ja, gib denen mal ein bisschen mehr als Suppe. Da passiert sowas auch nicht. Ach, schön. Als ein Schlüsselkasten? Oh, das ist ein Schlüssel. Sehr gut. Der Apfel fällt ja wohl nicht weit vom Stamm. Damit können wir mit Sicherheit hier rein. Ich gebe euch nur eine Chance aufzuräumen. 3, 2, 1. Okay, ihr seid alle ganz schöne Versager. Oh, hier können wir wieder rein. Hier brauche ich jetzt keinen Hebel für, oder? Da liegt einfach ein Arm. Okay, alles klar. Oh mein Gott! Yo, hi! Hey! Leute, ich habe hier einen Spoiler für euch. Es tut mir leid. Ja, läuft der Laden, ne? Gut, wir gehen jetzt aber mal den normalen Weg, würde ich sagen. Ey, so viel Blut, wie hier verteilt ist, als hätte jemand irgendwie 50 Packen passierte Tomaten in einen Mixer reingeworfen oder so. Moin, Meister, na? Mal wieder am Abhängen? Yo, enjoy. Komm da nachher nochmal vorbei und dann bist du wahrscheinlich weg. Was ist... Irgendwas haben die hier mit abgetrennten Gliedmaßen, habe ich so das Gefühl. Ja, kommen Sie ruhig raus, dann zählen wir mal Ihre Finger. kann ich an einer Hand ablesen. Ha, oh mein Gott. Ist Ethan Winters hier irgendwo? Oh Leute, zieht euch das rein. Hier hat eine Nerfgun-Schlacht stattgefunden.
Es kann gar nicht anders sein. Guck mal. Es ist so eindeutig eine Festung hier. Also ich würde das bewachen. Beim Leben hätte ich das verteidigt. Kraft meiner Saugnäpfe. So, Mittwochabend. Das ist eine Art Albtraum. Es ist noch nicht ein Albtraum, aber so ähnlich. Mama, ich habe Angst. Wir haben alle große Angst. Wir sitzen seit 2 oder 3 Stunden unter den Betten. Wir verstehen nicht, was passiert, was wir tun sollen. Liubov Solevjevna erzählt uns nichts darüber, was geschah. Sie rannte in den Raum, weckte uns alle, sagt, sie sollte sich verstecken und ruhig sitzen und den Raum nicht um jeden Preis verlassen. Oh mein Gott. Sie könnten Schreie und Kracheln von oben hören. Jemand hat das Glas zerbrochen und ist von oben aus dem Fenster gesprungen. Well, that escalated quickly. Jetzt keucht und stöhnt er direkt vor unserem Fenster. Ich liebe dich sehr, Mama. Wie wär's mal mit einem Notarzt rufen? Oh mein Gott. Oh, das ist ja großartig. Oh nein, nicht dieser Hase. Oh, dieser Hase, das ist kein Indikator für hochqualitative Indie-Horror-Game-Produktion. Ich sag nur so, wie es ist, ja. Das hat man schon öfters. Excuse me? Ich kann es nicht bewegen, es ist zu schwer. Ja, kletter doch drüber. Och nee, ist ja doof, ey. Kann ich hier nicht rein? Das ist in Ordnung. Ja, ist das ein Hebel? Gibst du dich damit zufrieden? Ja, wie Butter gleitet das auf einmal über den Boden. Natürlich. Oh, was hab ich denn hier, Alter? What? Was schwebt denn da? Warte mal. Wie kann ich das aufrufen? Mit Q. Mit Q schweben auf einmal alle Items, die ich gesammelt habe. Hier, mir direkt in den Bildschirm. 2? Das ist awkward. Okay, hier brauchen wir nur einen Schlüssel. Was ist hier los? Ach, weißt du was? Mir ist es gerade irgendwie vergangen. Da möchte ich noch nicht rein. Es ist keine gute Idee, dorthin zu gehen. Man muss das Licht irgendwie einschalten. Ach, muss man das, ja? So, ich habe ja jetzt den Hebel. Das heißt, ich kann ja da vorne da das Lastenregal wegschieben. So, dann wollen wir mal. Ich habe jetzt eigentlich auf dem Weg hier irgendwie einen Jumpscare erwartet, aber nicht mal das habe ich. Nein, warte mal. Weit geht es? Na, komm, das Stückchen schaffst du jetzt auch noch. Ich bitte dich. Aber nicht so unmotiviert. Hier ist noch ein Zettel. Was ist das? Seite 38? Wie viel habe ich denn nicht gefunden? Halbes Buch hier, was hier rumliegt. Donnerstagmorgen, wir saßen die ganze Nacht unter dem Bett. Ja, das kenne ich schon. Draußen stöhnt's vom Fenster. Mein ganzer Körper tut weh. Ich möchte wirklich trinken. Same. Manchmal möchte ich einfach wirklich nur trinken. Wir haben immer noch keine Ahnung, was los ist. Im Korridor rennt von Zeit zu Zeit jemand am Raum vorbei. Die Tür ist geschlossen und ich kann nicht sehen, wer. Wir haben 10 oder 13 Mal pro Nacht die Schreie von Kindern. 10 oder 13, das muss ich jetzt noch nicht so sicher. Sie schrien und weinten, bettelten darum, sie gehen zu lassen. Ich habe immer noch ihren Schrei im Kopf. Was ist das? Unter dem Fenster ließen das Keuchen und Stöhnen vor Tagesanbruch nach. Ja, dann braucht ihr euch jetzt nicht mehr um Rettungssanitäter zu bemühen. Das hat sich dann irgendwie von selbst geregelt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, eine Axt. Der Schraubenzieher? Oder was ist das? Eine Pfeile oder so? Das ist definitiv uninteressant. Ist in Ordnung. Hier werden einfach die schweren Geschütze aufgefahren, meine Damen und Herren. Wofür brauchen wir die Axt? Haben wir irgendwelche Bretter gesehen oder sowas, wo wir Oh, ich verstehe. Da hinten durch oder was? Oh. Entschuldigung. Oh, geil, das hat einen Ragdoll-Effekt. Hui. Angenehm auf jeden Fall. So. Ah ja. Oh, exquisit. Ich sollte Hausmeister werden. Die Leiter brauchen wir nicht. Ist in Ordnung. Hier ist ein Sicherungskasten. Kann ich da nichts rausnehmen? Oh, hier ist eine Sicherung. Ah. Verstehe. Gut, dann weil. Oh nein. Ist das etwa die Präsenz von jemandem? Ey, yo, ich hab ne Axt. Ich würde mich nicht mit mir anlegen. Ja, guck mal, das ist eine Taschenlampe. So haben sich unsere Lichtprobleme auch gelöst. Oh, halt, nein. Es ist eine Tischlampe. In Ordnung. Aber ich muss das unbedingt lesen hier. Seite 39. Donnerstagnachmittag. Andrei Schabanow, der alte Schnitzelwerfer, kam zum Abendessen und wir waren alle froh, ihn zu sehen. Ach, wirklich? Wir brachen in Tränen aus. Allseits beliebt der Kerl. Aber er erklärte uns, dass dies alles Makare ist. Das hatte ich schon von vornherein im Kopf, dass das alles ja ziemlich makar ist, ja. Er ging von den Schienen
Und jetzt fängt er Kinder und schleppt sie in die Küche. Von dort sind schreckliche Schreie zu hören. Plot Twist. Er hat nicht nur Schnitzel in den Speisesaal geworfen. Er sah es nicht, nahm aber an, dass sie dort getötet wurden. Oh, ja. Was für ein Horror. Von den Erwachsenen fand Andrei niemand. Ja, ist klar. Er ließ uns etwas zu essen und sagte uns, wir sollen den Raum nicht verlassen und keinen Lärm machen, wenn wir jagen. What the fuck? Und wenn wir Schritte im Korridor hören, haben wir uns sofort versteckt. Ich selbst ging, um es anderen zu erklären und so viel wie möglich zu... Was für Schritte im Korridor? Ich dachte, die sollten drinbleiben und sich nicht verstecken. Wie viele Kinderfresser sind denn da unterwegs, Alter? Ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tyrann jemandem helfen würde. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier eigentlich los ist. Hey! Na? Warst du kleiner? Das waren 20 Zentimeter purer Schrecken, Alter. That's not only what she said. Alright, da bin ich ja froh. War das André? Möchtet ihr mir meine kleinen Arme abschneiden oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin so gespannt auf den Plot, wisst ihr. Ich glaube, das wird ein großartiges Erlebnis. So, hier ist der Sicherungskasten, ja. Ach, einfach den Hebel runter! Und die Sicherung? Die ist jetzt egal. Ja, die haben wir noch. Nee, das ist freilich. Was reg ich mich überhaupt auf? Das ist schon alles so, wie es sein soll. Genau. Ich wusste es. Der Hase steckt hinter allem, Alter. Ich hab's an seinen Ohren gesehen. Spasiba. Jo, bitteschön. Gern geschehen. Falls du deine Hände suchst, die habe ich paniert und dann in den Speisesaal geworfen. Oh, noch ein Schlüssel. Was steht da drauf? Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil liegt unter der Cam 18. Die 18 war auf dem Schlüsselkasten. Der Schlüsselkasten hat, wie wir wissen oder erahnen, genau das gleiche Schlüsselloch wie alle Türen. Ja, also ist es der gleiche Key. Oder man hat einfach keinen Bock, ein neues Model hier einzufügen. Aber das möchte ich dem Entwickler nicht unterstellen. Warum ist das französisch? Es tut mir leid. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr glaubt, das Game hat einfach keinen Bock auf euch irgendwie? Also, so komme ich mir jetzt hier gerade vor. Meine Fresse, Alter. Geh auf jeden Fall mal vor zum Schlüsselkasten und dann mal gucken, was sich da so finden lässt. Okay, dann eben nicht. Ich hatte eh keinen Bock, mir die Spieluhr jetzt anzugucken. Das ist interessantere Sachen hier zu erledigen, wenn ich ehrlich bin. Oh, guck mal. Oh, ja. Kleine Schatzkiste 7 und 9. Sehr cool. Wie das hier reinfliegt, das ist der Kracher, ey. Okay, ich glaube, die Raumnummern... Ja, ist jetzt der Moment? Ne, schade. Die Raumnummern, die stehen da immer über der Tür. Und ich will auf jeden Fall recht behalten. Ich weiß nicht, was dort ist. Da haben wir keine Tür, das ist bloß ein Notausgang. 7 und 9 müsste ja dann eigentlich von der Location her direkt hier sein. Hier ist die 5. Ja, wir kommen nämlich schon auf die Schliche. 4. Jetzt hier ist die 7. Let's go. Hallo? Messer. In Messer. Hier haben grauenhafte Massenmorde und Verstümmelungen stattgefunden. Es sind spürbare Präsenzen von jemandem hier vorhanden und du lässt das Messer liegen. Ich wollte es nur sagen, Alter. Also, falls sich mal die Survival-Instinkte packen, ich bin dir stets mit Tipps zur Seite. Sie sollen nicht klopfen, sie sollen stöhnen. Haben sie das Drehbuch nicht richtig gelesen oder was? Meine Fresse. Okay, das ist jetzt eine 8. 28, ich brauche irgendwie einen Code oder sowas für irgendwas. So, darf ich das jetzt bitte wieder lesen oder ist es in Türkisch? Freitagmorgen. Ich zittere immer noch vor Entsetzen. Andrei ging am Morgen, um etwas zu essen zu holen. Und er fing an, die Jungs nacheinander aus dem Speisesaal zu holen. Die Jungs, die von Makar, ach, Makar ist eine Person, gefangen worden waren. Es ist schwer zu beschreiben, wer sie geworden sind. Es gibt 7, fast allen fehlen beide Hände. Nur 2 von ihnen haben eine. Niemand hat eine Zunge und jeder hat beide Augen ausgestochen. Außer einem, bei dem nur eines ausgestochen ist. Das ist bescheuert, Alter. Der kann ja noch nicht mal sein Vorhaben irgendwie... zu Ende bringen, Alter. So ein faules Schwein. Meine Güte, sie sind alle mit Blut bedeckt, buchstäblich mit ihr bedeckt.
fast nackt, einige in Pyjamahosen, einige in Shorts, außer einer, der hat bloß eine Socke an. Drei von ihnen waren hysterisch, außer einer, der war sehr freundlich. Bei ihrem Anblick, sie fingen mit aller Kraft an zu schreien, außer einer, der hat geweint. Egal wie viel wir versuchen, sie zu beruhigen, es funktionierte nicht. Wir mussten in ein anderes Zimmer rennen, weil er schon ging. Es ist klar, hab ich auch immer das Problem. So, ist das hier die Neuen? Yep. Keine Ahnung, was ist das? Wohnt hier der Chef? Hallo? Was war das für ein Sound? Oh, eine 1. Aber ich habe den Code bald zusammen. Das sind bestimmt 4 Zahlen. Yo! Die Spiegelung! Die ist bloß ein Bild! No way! Alter, okay, wow. Das ist spooky. Och mein Gott, das kann ich doch nicht alles lesen, Alter. Am 13. Mai 82. Die Köchin Zayanida Metzeseva Makar Metzesev. Die 15. ja. Und teilte allen Mitarbeitern mit, dass dies ihr Sohn sei. Sie bat den Direktor, ihn in eine Klasse einzuschreiben. Sie hatte bla bla bla, keinen linken Arm, Verbrennungen, Schürfwunden. Zustand des Kindes war bedauerlich. Entschuldigung. Ach so, der hatte halt keinen Arm und kam mir nicht richtig an und irgendwann hat er allen Leuten ebenfalls die Arme abgeschnitten oder was. Buhu. Das ist der generischste Scheißdreck, den ich je gesehen habe. Was habe ich jetzt hier davon? Oh, also so irgendwie außer den Code? Ist da vorne jetzt vielleicht offen? Oder braucht man da noch einen anderen Hebel? Mal schauen. Das war ein Nerfgun-Schuss! Ich hab's euch gesagt! Ich hatte von Anfang an recht! Die schießen hier immer noch auf mich! Die verteidigen die Festhalter bis zum Get-No, sag ich euch! Da bleibt kein Auge trocken! Ich liebe das Game! Das ist großartig! Ja, guck mal, hier ist jetzt weggeräumt, schätze ich mal, oder? Ich glaube, man kann da durch. Hab ich's doch gewusst, Leute. Auf mich ist doch Verlass. Mich und meine Intuition. Next Level Shit ist das jetzt hier. Freitagnachmittag. Andre gab mir ein gelbes Band, um mich ein wenig abzulenken, mich zu beruhigen. Was für ein gelbes Band, Alter. Schön, ein bisschen dreckig, aber ich habe es mir trotzdem auf den Kopf gebunden. Und dann bist du um Marterpfahl getanzt. Danke ihm für alles. Wir überprüften den Raum, aus dem wir fliehen mussten. Die Schreier waren, wie wir dachten, nie mehr da. Und Renat berührte nicht die 7, die sie am Morgen gebracht hatten. Renat, Alter. Wir fütterten sie so gut wir konnten und ließen sie mit großen Schwierigkeiten trinken. Stimmt, die hatten ja keine Zungen mehr. Ich weiß nicht. Das Essen musste für sie gekaut und in kleinen Stücken in den Kehlkopf geworfen werden. What? So Pinguin-Style. Sie selbst können nicht mal eine Krume Brot ohne Zunge kauen. Aus dem gleichen Grund trinken sie auch schwer, ersticken. Und da kamen ein paar Panden auf jeden Fall. Übrigens verhalten sie sich egal wie. Same. Ich verhalte mich auch manchmal. Egal wie. Im Grunde genommen bewegen sie sich zur Seite. Das ist das grundlegende Konzept meiner Intros, ja? Wie sie mit ihrem Körper in die Wand stoßen und gehen dann entlang der Wand, bis sie sich in eine Ecke oder Ähnlichem begeben. Jeder tut ungefähr das Gleiche. Und dann stehen sie einfach da und reagieren nur auf Geräusche. Wenn viele ein mehr oder weniger hartes Geräusch oder eine Stimme hören, laufen sie einfach an der Wand entlang. Manchmal schlagen einige von ihnen mit dem Kopf gegen die Wand und manchmal hören sie mit vollem Schwung direkt zur Schallquelle rennen. Herzschmerzen und Tränen steigen auf, als sie sich ansehen. Oh mein Gott. Es ist eine großartige Schreibe, das muss man ja mal schon mal sagen. Also sehr, sehr immersiv. Oh nein. Sind das die Schreier? Aber zum Glück geben sie jetzt hier Ruhe. Oh, wie viele Arme? Ich denke, das sind 7. Sind das Zungen? Die hat eine Macke, Alter. No way. Das gibt's doch wohl gar nicht. Alter, das ist ja schon fast frech, Alter. Das kann nur ein Scherz sein. Ja? Willst du raus? Äußer dich doch mal. Könnt ein Armdrücken machen. Never mind. War bloß ein Scherz. Noch irgendwas Besonderes hier? Ein Hammer? Was sucht das hier? Wie viele Arme hier rumliegen? Es ist vortrefflich. Oh Gott, ey, ich hab keinen Bock mehr, ey.
Ich kann mich schon 2 Stunden lang nicht beruhigen. André wurde von dieser Scheiße erwischt. Ich auch. Ich auch. Wir gingen in die Küche in der Hoffnung, etwas zu essen zu finden. Als wäre Nata, die jetzt plötzlich das A von André aus dem ersten Zettel geklaut hat, auf dem Schulhof sah. Wir waren in der Küche so leise wie möglich zu hören, ob er zurückkommt. Irgendwie hörten sie zu. Renate packte mich und warf mich mit Gewalt auf den Boden. Meine Augen verdunkelten sie und meine Ohren klingelten. Als sie den Kopf hob, sah sie, wie Renate einen Fuß auf Andres Kehle drückte und ihn zu Boden drückte. Und mit einer Hand versuchte er, das Messer aus seiner Seite zu ziehen. In den gleichen Sekunden, in denen sich mein Gehör erholte, hörte ich durch Renates Stöhnen und Fluch Andres keuchen. Lauf, bitte rennen! Was denn du, Alter? Geh, komm bitte zurück! Ich beherrschte meinen Körper kaum vor Entsetzen, stand auf und rannte von dort weg, verfluchte mich für die Feigheit. Ich hatte für eine weitere Minute zu Atem kommen und zurückgehen. Ich kann ihn nicht durchlassen. Verzeih mir für alle meine Mütter, ich liebe dich sehr. Ach, Mann. Das ist schon sehr traurig, das muss man... Ach, hier ist jetzt ein Code dran, oder was? Okay, hinausgehen. Oh, endlich können wir die Funktion auch ausprobieren. 28, 11, 11. Verstehe. 20, 11, 11. Wie jetzt? Ist das nicht in der Reihenfolge, oder was? Och, Mann. Das kann nicht deren Ernst sein, Alter. Nee, ich will jetzt hinausgehen. Dankeschön. Entdeckung! Die schießen schon wieder. Sharpen Schutz. Was ist denn los? Was soll denn das? Och, da liegen noch ein paar Zungen. Wie viele Kids hast du dir eigentlich erwischt, Alter? Den ganzen Kindergarten. André! Der mit der Messer in der Seite. Mit der Messer. Sorry. Ich wurde durch Indie Horror Games an die deutsche Sprache herangeführt. Boah, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ist das schon das Ende? Please, no. Oh mein Gott. Oh ja, und jetzt? Und dann? Wer bin ich denn eigentlich? Was ist jetzt die Konsequenz? Das Spiel wurde von Wladimir Gusakov entwickelt. Das habe ich mir gedacht. Vielen Dank an meine geliebte Frau für die Hilfe bei der Entwicklung und Unterstützung. Alter, Miss Gusakov. Das ist ja wirklich eine großartige, also ohne Scheiß, danke Ihnen für dieses erquickende Erzeugnis purer Leidenschaft. Also das wirklich, ohne diese Frau, ne, ohne Miss Gusakov hätten wir das jetzt hier nicht erleben können. Und das wäre schade drum gewesen. Google Translator The Horror Game, Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen. Immer wieder ein Vergnügen, hier für reichlich Bildungsfortschritt gesorgt zu haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao. So einfach ist das.